Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Willkommen zurück zu Victoria 3 und Österreich in Victoria 3. Ich habe mit euch noch gar nicht durchbesprochen, was unsere außenpolitischen Ziele sind, soweit ich weiß. Innenpolitisch versuchen wir natürlich wirtschaftlich der größte und stärkste zu werden überhaupt. Dadurch gehen wir einfach mal diesen Weg, der uns vorgeschlagen wurde, das mit den Stahlwerken ist eh noch ein bisschen strange, weil Stahl brauchen wir ja noch nicht. Wir haben noch keine einzige Fertigungstechnologie, in der wir Stahl brauchen, aber das kommt schon noch. Was forschen wir gerade? Wir forschen gerade irgendwas, glaube ich, in die Richtung. Was forschen wir? Das da. Bin mir nicht sicher, ob wir dafür Stahl brauchen. Aber wir können Munition Plants machen. Munition Plants brauchen wir. Wir hoffen einfach, dass die kommen. Ah, das ist interessant. Wir haben ja für Railways uns 2,5K in Info genommen und das hat nicht funktioniert. Seht ihr das? Da ist noch nichts weitergegangen. Das ist strange. Weil wir das Mechanical Tools noch nicht konnten. Keine Ahnung. Ah, wobei, warte mal, Mechanical Tools, das dürfte das gewesen sein, was wir erforscht haben. Schauen wir mal, ob wir. Was war das nochmal? Precision Tools, Furniture Manufactories, Tooling Workshop, Steel Tools. Ah. Tooling Workshops. Yes, wir können Steel Tools verwenden. Da brauchen wir unseren Stahl. Und plötzlich haben wir einen Stahlmangel in. Ja, wieso er sich das nicht merkt von Mal zu Mal, wenn man einmal dazwischen abdreht und wieder aufdreht, ist man wieder Papier, wir brauchen Papier, Essen. Noch ist Stahl nicht teuer, schauen wir mal. Und schon ist Stahl super teuer. Okay. Stahl. Haben wir noch Export? Ja. Exportrouten und tschüss, Exportrouten für schauen wir mal, ob es dann besser geht. Nö, noch immer ein Mangel. Ah, 62%. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie steht Stalin der Stern? Okay. Ja, wir sind einfach noch nicht auf volle Capacity. Die brauchen noch Leute. Und jetzt sollte auch der Stahlpreis dann wieder fallen. Wenn wir mehr Stahl herstellen. Wir euch da drauf. Stellen.
Oh ja, was passt schon. Das passt schon. Plus 11%. Gehen wir das letzte Workshop auch noch um. Außerdem sollte das unseren Eisenpreis senken, weil wir jetzt weniger Eisen brauchen. So, aber Kohle ist natürlich noch immer so teuer. Eisen und Stahl. Und auch die Tools sind vom Preis her gesunken. Gut. Dialektik. Yay. Plus ein Maximum Education Institute Investment. Sehr gut. Will das gleich machen. So, was ist das? Great Molasses Flood. A storage tank full of the, to the brim with molasses intended for rum distillation has burst, flooding the streets of Brunos. Brünn? Commercial center, killing dozens and injuring hundreds by, of bystanders. Close the distilleries while the wreckage gets cleared. Oh. Für 5 Jahre müssen sie das reparieren. One tragedy must not stop. Echt jetzt? In mehr und mehr Radikale. Ja, kann man nichts machen. Die Bauern trifft sie eh nicht. Das ist noch immer der Hauptteil. So, schauen wir mal. Institutions. Ah, nein. Wir haben zu wenig Bürokratie für die nächste Education Level. Mehr Bürokratie. Ah ja, ich wollte sowieso schauen. Haben wir schon genügend Bürokratie? Uff, wir haben auch zu wenig Infrastruktur. Und zu wenig Bürokratie hier. Noch sehr was. Dann schauen wir mal. Expensive Government Goods, ja, das wissen wir. Military Goods, Artillerie ist teurer. So, Capacity haben wir. Transdanubien, Böhmen, Lombardei sind besonders unangenehm. Ostgalizien auch. Na gut, dann machen wir Folgendes. Hier bauen wir noch eine Government Administration. Transdanubien. Oh, da bauen wir schon eine. Bauen wir noch eine zweite. Was soll's? Und Lombardei ebenfalls. Und Ostgalizien hat's geheißen. Da machen wir auch noch eine. Jetzt schauen wir mal. Wie ist das mit Papier? Papier werden wir dann auch noch mehr brauchen. Wir sollten es zumindest einmal. Eine Papierfabrik werden wir auch bauen. Und so werden wir die ansiedeln. Zwischen den beiden Arms Industries. So. Ja, lassen wir einfach die Zeit weiterlaufen, weil wir wollen alles bauen. Ja, und außerdem, wir werden jetzt einfach Papier in der Zwischenzeit mal importieren. Also das ist Zeug, was wir für uns zu Hause brauchen. Naja, sehr viel ist das nicht. Aber ein bisschen was. Ja, wieso nicht? Ist ja egal. Das verbessert unsere Beziehungen mit diesen Ländern, wenn wir von ihnen mit ihnen Handel treiben.
Brauchen wir das also? Südtranssilvanien, echt? Wieso brauchen wir dort das? Interessant. Kohle brauchen wir auch auf jeden Fall. Schauen wir mal, Kohlepreis ist auch schon wieder recht hoch. Schauen wir mal, ob wir einen Teil der Kohle importieren können. Jo, Preußen. Britannien, wieso nicht, und Belgien. Wir haben die Konvois, wir haben die Admin-Punkte, also wieso nicht. Wenn es doch ein wenig billiger wird bei uns und die Produktion insgesamt von allen möglichen anderen Sachen dadurch sinnvoller. Ihr seht, wir haben jetzt da einen Bureaucratic Shortfall. Liegt daran, dass wir zu wenig Bürokratie haben, wenn die Bildung durch ist. Aber wir bauen ja eh neue Admin-Gebäude. Ich frage mich außerdem gerade, ob wir alle Governmental Buildings, Admin Buildings umgestellt haben. Nein, haben wir nie. Heißt, es kostet gar nichts, das umzustellen. So, warte mal. Wo haben wir denn noch? Moravia. Ich stelle Moravia mal um. Und noch Nummer 3 Böhmen, aber die haben wir glaube ich schon umgestellt. Nein, Nummer 3 haben wir noch nicht umgestellt. Oh, fancy. Da jetzt noch dabei? Ja, ist noch dabei. Das ist okay, wenn wir das noch bauen. Bekesch, aber ich glaube, Bekesch haben wir keine. Westslowakei. Istrien. Ostgaliken haben wir. Wow. Böhmen haben wir, glaube ich, auch, oder? Yep. Oh, Servus. So viele Leute, die dort wohnen. Gut, jetzt haben wir alle, die da drinnen sind, haben wir umgestellt. Und trotzdem fehlen uns noch Bürokratie. Ich sag's dir nachher, ist das okay? Ja. Okay, wo war ich? Ja. Alles umgestellt. Eins teilen, gut. Ich will gar nicht wissen, wie der Papierpreis jetzt ist. Ja. 42, das ist schlecht, weil das kostet uns vor allem Geld, weil das sind ja Gebiete, die Dinge, die von unserem Staat bezahlt werden. Was wir jetzt nicht mitgekriegt haben, was ist da fertig geworden, nämlich die Food Production, oder? Food Industries, ja. Schauen wir mal, ob diese Preise sinken.
Das Problem ist, jedes Mal, wenn wir irgendwie mehr von dem Zeug produzieren, kommt irgendjemand daher und führt es sofort aus. Also importiert das gleiche, weil es bei uns einfach noch immer viel billiger produziert wird als dort. Ach, was fürchterlich ist. Schauen wir mal. Nein, doch nicht. Wir haben einfach ur viele Pop-Needs. Es kann auch sein, dass die Needs stark steigen, sobald man mehr produziert, weil die Leute einfach umsteigen auf Groceries von Getreide und ähnlichem. Das könnten wir uns aber wirklich mal anschauen. Mal Pause kurz. Population. Schauen wir mal an. Peasants zum Beispiel. Suchen wir uns eine große Gruppe raus. Die haben gewisse Needs. Wo stehen Okay. Wo stehen denn die Needs? Irgendwo da vielleicht. Ah. Da steht's genau. These pops pay an average of 8.4% of their income in taxes, producing the available money for pop needs. Okay. Pops pay an average of 8.3% compared to base price for pop needs. Okay, da steht drinnen, was sie kaufen. Und zwar Green. Das heißt, sie kaufen normales Mehl quasi ist das. Dafür geben sie 30% ihres Einkommens aus. And groceries sind nur 2%. Wow. 18% für Likör, für Schnaps. Finde ich gut. Also, sie kaufen zum Beispiel auch Kohle und Papier und Glas brauchen sie auch alles. Aber nur in sehr, sehr kleinem Maßstab. Fisch auch. Groceries, Meat. Ja. Also wie schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass je mehr Groceries es gibt, desto mehr verdrängt das Groceries das normale Getreide. Also quasi verarbeitetes Essen gegenüber natürlich, also ursprünglichem Essen. So, und jetzt schauen wir uns dagegen ein Middle Strata an. Was wäre Middle Strata? Clergyman zum Beispiel. Ich nehme mal an. Mittling. Sind die Middle Strata? Okay, schauen wir mal, wofür die das Geld ausgeben. Die geben viel mehr Geld für Steuern aus. Oder was an? So. Die geben nur noch etwa 20% für Mehl aus. Und für Groceries 1,3% ist eigentlich auch wenig. Ah, wobei andererseits, haha, na klar, dadurch, dass sie mehr Geld haben, geben sie mehr Geld für irgendwelche anderen Sachen aus, weil Essen brauchst du nur eine gewisse Menge. Egal, ob du
Bauer bist oder Mönch oder Adeliger. Die geben auch mehr, weniger für Schnaps aus und dafür geben sie aber auch Geld für Wein aus. Die geben viel mehr Geld für Services zum Beispiel aus. Hey, die kaufen sogar Kaffee. Woher haben die Kaffee? Woher habe ich Kaffee? Ich produziere keinen Kaffee, oder? Interessant. Das ist im Übrigen ein großes Problem bei den. Schauen wir uns mal die Reichen auch noch an. Aristokraten zum Beispiel. Wofür geben die Geld aus? Hauptsächlich für Services. Clothes Green ist dann nur noch auf 12%. Schnaps, die geben noch immer ziemlich viel Geld für Schnaps aus, nämlich 9%. Bist du deppert? Wein ist billiger offensichtlich. Aber schaut, die geben auch 2% für Groceries aus und weniger für Mehl im Vergleich dazu. Dafür mehr im Vergleich dazu für Meat und Fruit. Okay. Luxury Clothes. 6,8%. Und Luxury Furniture. 5%. Na gut. Also wie schon gesagt, dieses Luxuszeug, was wir besteuern, besteuern wir hauptsächlich die Typen. Na gut, soll sein. Also ihr seht, gar nicht so einfach, eine Balance zu finden. Wir brauchen mehr Papier und mehr Groceries. Können wir Groceries eigentlich auch importieren? Jupp, auch aus dem hannoveranischen Markt. Wieso nicht? Wie schon gesagt, ich hätte ganz gern, dass die Leute mich möglichst mögen. Und je mehr Handelswege in die einzelnen Dings, desto besser. Schauen wir mal, wir haben 200 Punkte frei. Wir könnten. Was ist eigentlich mit den Protektoraten? Würden die das annehmen? Weiß ich 55, eigentlich nicht, gell? Sowieso nicht. Okay, ich glaube, die würden das eher annehmen, je bessere Beziehungen wir haben. Das heißt, schauen wir mal. Können wir mit denen einen Defensive Pact gehen? Ne? Wir könnten mit Luca noch einen Defensive Pact eingehen. Oh, mit Württemberg. Das ist gut. Die will ich sowieso aus dem Preußischen Reich rausholen. Mit denen einen Defensive Pact haben. Mehr Food Industry, Government Administration, Arms Industry. Ja, wir haben gesagt, Arms Industry ist langsam knapp. Uff. Was ist langsam? So sind unsere Artillerien plötzlich so teuer. Haben wir uns das Zeug mal wieder ins Land. Sizilien, wieso nicht? Nicht aus Preußen auf jeden Fall. Aber vom russischen Markt ist gut. So, haben wir eigentlich. Ja, wir haben Level 2 Education.
Für Level 3 Education müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber wir bauen ja mehr von diesen Dingern. Noch zwei, also ein. So. Oh, interessant. Noch mehr Tools. Tools sind die gerade nicht so teuer. Muss man schon auf den besseren. Es gibt noch zwei verschiedene Arten. Ah, warte mal. Leaded Glass. Das ist sehr teuer. Wir machen auf jeden Fall mehr Glas. Schauen wir mal, wie sich der Bleipreis verändert. Ah, der ist eh relativ niedrig. Das ist gleich mal angesprungen. Nicht schlecht. Wir produzieren einfach recht wenig. Machen wir gleich. Bauen wir die Bleifabrik, Blei-Dings aus. Beziehungsweise, oh, da können wir auch eine bessere Ding machen. Da brauchen wir auf jeden Fall auch Kohle. Mehr Kohle. Mehr Kohle. Nicht in Böhmen, weil in Böhmen sind wir an unserer Grenze mit der Infrastruktur. Deswegen auch gar nicht so klug. Und da die Arms Industry noch weiter ausbauen, aber gut soll es sein. Due promotion. The Austrian aristocracy demand the promotion of Major General Karl Ludwig von Ficklemont. Machen wir uns den mal auf. Wer ist ganz echtlich ist der? Wo ist der stationiert? Diese Typen sind wo? Experienced Diplomat, Charismatic, Traditionalist, Commander und Scout. Was guter Commander bist du ja nicht. He has earned it. Das würde die Aristokraten glücklicher machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil sie sind auf plus 3 gerade. Plus 5 würden sie uns einen Bonus bringen. Das würde die Armed Forces glücklich machen. Aber sie sind eh schon mehr oder weniger glücklich. Ja, was soll's. Befördern wir ihn. Who cares? Dadurch sind die glücklich. Oh, wir haben ja Influence. Perfekt. So, was ist Status this? Wishes to enter into a trade agreement. Das klingt großartig. Wir wollen euch an uns binden, so gut es geht. Ich hätte sogar ganz gerne, dass ihr in meine. Oh, eine Defensive Pact würde jetzt eingehen. Ach, ist ja perfekt. Machen wir das. Perfekt, perfekt. So.
So, die würden alle eine Allianz mit ihr eingehen. Aber die wäre man natürlich lieber mit der Allianz. Sehr gut bei der Sizilien. Sehr gut, sehr gut. Oh, was ist da los? Führt Spanien gerade Krieg gegen Frankreich? Scheinbar ja. Das ist noch immer der Marokko-Krieg. Wow, der dauert schon ganz schön lang. Schauen wir mal. Dafür, dass sie nichts kriegen in dem Krieg, sind schon ganz schön viele Leute von ihnen gestorben. Die sind alle jetzt ziemlich beschäftigt. Jetzt wäre es vielleicht besser gewesen, Sachen zu machen. Wir wollen Preußen eins draufhauen, grundsätzlich. Wir würden ganz gern Schlesien zurückhaben. Also ich nehme mal an, dass Frankreich und Großbritannien nichts machen würden bei dem Krieg. Schweden ist mir egal. Russland wäre super, wenn ich auf unsere Seite kriegen könnte. In dem Krieg. Wenn wir Schlesien verlangen, könnten wir für Russland vielleicht, keine Ahnung, Ostpreußen oder so irgendwie verlangen. Ob sie da mitmachen würden. Glaube ich, dass ich diesen Krieg gewinnen kann? Nö. Aber jetzt ist ein gutes Zeitfenster. Wir sind alle beschäftigt. Mit unseren. Ja, das kann man auch nicht machen. Wir haben keine Dings und keine Munition. Das ist ja der Grund, warum wir das Munitionsdings erforschen. Andererseits, wir könnten uns natürlich anschauen, was der Dings da so hat. Der hat schon Skirmish Infantry. Ah, okay. Ihre Munition ist auch so teuer, also so viel Munition produzieren die noch nicht. Sind stärker als wir. Ich meine, wir haben natürlich den Vorteil, wir sind viel, viel mehr. Und sollten wir Russland auf unsere Seite kriegen? Wenn noch Russland auf unserer Seite wäre, das wäre natürlich cool. Solange sie noch schwach sind.
Ich bin eh nicht im Iron Man Mode. Im schlimmsten Fall laden wir neu. Mal schauen, Freunde. Wie lange sprechen wir jetzt schon? Okay, gut. Okay, meine Lieben. Ich probiere das wahrscheinlich aus. Das machen wir erst das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaf gut, träumt was Schönes und bis dann.